Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Ostseeküste 22 mit mir, dem Ernie, als Lona. Grüß Gott, ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid alle fit im Schritt. Ich habe es heute mal geschafft, als erstes zu sagen, hallo, nicht schlecht. Ja, es geht weiter. Ich habe hier offline leider nichts weiter geschafft. Das heißt, wir werden sowieso mit diesem Feld noch hier und da beschäftigt sein. Gar keine Frage. Das geht gar nicht anders. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt hier unbedingt jede Folge ein neuer Auftrag jetzt geschafft werden muss oder angefangen werden muss. Das sehe ich nicht so. Nein, nein. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz die Lautstärke etwas runterdrehen, damit ich auch nicht so schreien muss. Es soll ja sehr entspannt hier weitergehen. Und wie gesagt, dieses Projekt dient ja auch dazu, dass ich auch endlich mal was anderes machen kann und was anderes sehe auch mal zwischendurch. Und das ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe auch den anderen Spielstand, natürlich habe ich hier noch, sollte irgendetwas sein. Und ich habe aber auch ganz liebe Kommentare schon bekommen, dass mir ganz viel Spaß auf der Map und auch in Bezug auf den, ja, was ich gesagt habe, hier als Lohner arbeite, wurde mir da halt schon gesagt, viel Spaß dabei und auch beim Lohner. Und da danke ich auch recht für. Ich glaube, das war der liebe KB, der mir da geschrieben hat. Finde ich schön, dass mir das geschrieben wird. Hat so ein bisschen was, alles klar, Ernie, mach mal dein Ding, finde ich cool. Doch. Das macht es mir dann doch etwas leichter. Das ist, jetzt hätte ich eigentlich auch andersrum fahren können. Egal, aber wir haben jetzt ja da vorne, ist ja jetzt schon das erste Mal dann auch unsere, na sag mal schnell, unser erstes Vorgewende durch. Das heißt, wir können dann sowieso wieder ganz anders fahren. So, den CP muss ich gleich nochmal anschalten. Ich hatte ihn nur schon mal jetzt den Motor angemacht, damit er mir das überladen kann. Den muss ich jetzt gleich nochmal aktivieren, damit er weiterfährt. Das heißt, ihn hier aus dem Wege. Und dann geht das los, ne? Ja, so. Ja, ein bisschen braucht er ja. Aber ansonsten. Ja, bestes Ingame-Wetter. 9 Uhr Ingame-Zeit haben wir. Sehr schön. Wie gesagt, Kontostand 0. Uns gehört nichts, noch nicht mal ein Hof, gar nichts. Wir sind quasi hier mit Hemd und Büx sind wir hier gerade angekommen. Und schlagen uns jetzt hier mit den Aufträgen durch. So soll es ja auch sein. Und ja, das wollte ich schon immer mal gemacht haben. So, dann wollen wir ihn jetzt auch mal wieder an die naheste Stelle bringen. Und ich hoffe, er macht das jetzt auch. Moment. Das habe ich mir schon fast gedacht. Er geht nämlich jetzt hier schon ins zweite Vorgewende. Das soll er ja gar nicht. Er soll jetzt ja noch das erste zu Ende bringen. Deswegen muss man immer noch so ein bisschen, ja, soll ich sagen, da aufpassen. Jetzt müsste er es aber machen. Ja, sehr schön. Super. Okay, können wir aussteigen? Du machst mal schön weiter. Nee? So, jetzt haben wir es. Samuel Egger gehört das hier, Herr Sacker. So, ach ja, haben wir ja noch gar nicht. Ist ja geliehen. Okay, dann würde ich sagen, Rückwärtsgang raus. Wir fahren jetzt erstmal hier außen rum, dann kann der da in Ruhe weitermachen. Und dann, warte mal, kommen wir da jetzt überhaupt lang wegen dem Schneidwerkswagen? Okay. Okay. Er will jetzt wohl auch nicht so durch diesen Hügel hier mit ihm hier fahren. Oh Gott, Ernie, was machst du hier? Ernie, was machst du hier? Jetzt mache ich aber... Ja, okay. Es ist aber auch... okay. Entschuldigung, Leute. Das gleich am Anfang. Komme ich jetzt mit dir hier durch? Oh, hat aber gerade so geschafft, wa? Ach, Leute. Es ist jetzt auch in der zweiten Folge gerade am Anfang... Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen, da vorne steht der Schneidwerkswagen, dass wir da auch vernünftig wieder rumkommen. Er steht auch natürlich auch mitten auf der Straße, ne? Ist klar. Ist klar. Hoffe ich mal, dass hier der Graben nicht so dolle ist. Obwohl, jetzt könnte ich doch, er ist jetzt in den zweiten gefahren, ich komme doch jetzt an ihm vorbei, ne? Das müsste doch jetzt funktionieren. Dann brauche ich da nicht außenrum einmal, dann kann ich hier ganz in Ruhe... Ja, super. Klappt doch. Sehr schön.
Sehr schön. So, warte mal. Der müsste doch dann da hinten irgendwo gleich stehen. Ah ja, da ist er. Und dann kann er ja sowieso gleich weg dann. Dann ist er eh wieder voll. Also ich habe mir das überlegt. Ich glaube, ich muss den zweiten auch nochmal holen. Da kriegst du einfach mehr rein, ne? Ich glaube, das war auch der Hintergrund der ganzen Geschichte hier. So, warte mal. Da. Ach Mensch, super. Dann sind wir auch gleich richtig. Herrlich. Dann können wir ihn ja gleich einmal abladen hier. Super. Das passt doch. Sehr schön. Kann irgendjemand einen Schluck Kaffee trinken? Und dann muss ich ja noch fairerweise jetzt dazu sagen, ich hatte jetzt ja so ein kleines Überraschungsvideo noch, ein total, ja, spontanes Ding mit dem Flugsimulator, dieses alte Versprechen, was ich da eingelöst habe. So wie ich das sehe, ist das ganz gut angenommen worden. Ob es aber weitere Videos da gibt, das weiß ich noch nicht. Ganz ehrlich, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil das bedarf dann, ich meine, das Spontan-Ding, das war jetzt nicht das Thema. Aber ansonsten bedarf das ja immer sehr viel Vorbereitung und alles. Da müssen wir dann nochmal gucken. Da müssen wir dann nochmal schauen. So. Wir fahren mal ganz kurz. Ja, wir sind ja des Rückwärtsfahrens mächtig. Das machen wir mal, dann stören wir ihn da auch nicht. Ja. So viel zum Thema, wir sind dem mächtig. Leute, wir müssen weiter eindenken. So. Oh, da kommt er aber auch schon. Das ist heute alles eine knappe Geschichte hier, wa? Aber gut, kriegen wir hin. Und rum. Zack, weg ist er. La 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 la. Ich weiß gar nicht, habe ich den Verkehr eigentlich schon wieder eingeschaltet? Die Fußgänger sind ja sowieso drin, aber ich glaube, den Verkehr muss ich nochmal einschalten. Hat einen vollen Kontakt. Ist der jetzt schon wieder voll? Also ich glaube, ich muss wirklich den zweiten Anhänger holen. Das werden wir auch definitiv machen. Verfluchte Axt nochmal. Das geht so nicht. Also da bin ich ja mehr oder weniger dann am Todfahren. Das meinen wir auf jeden Fall so mal. Also, ja. Dann holen wir uns den zweiten auch noch. Und das ist hier ein Drehschemelanhänger. Den werde ich dann wohl, ja, dahinter den hängen. Und dann habe ich ja auch noch, falls irgendwas sein sollte, kann ich ihn abkuppeln oder wie auch immer. Aber eigentlich, wenn ich nicht alles verkehrt mache, müsste ich mit dem ja dann überall vorwärts durchkommen und für alles hier. Das müsste ja funktionieren. So, nichtsdestotrotz, wir wissen ja noch, wo wir hin müssen. Wo das Ganze abgeladen werden muss. Aber der war doch eben eigentlich so gut wie leer, ne? Das ist. Na gut. Egal. Das kriegen wir auch alles hin. Ja, was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Ich war jetzt gerade so ein bisschen in den Gedanken. Was gibt es Neues? Erstmal die Fußgänger da vorne. Ich war heute Morgen schon. Ja, ich bin eigentlich recht früh wieder unterwegs. Ich war heute Morgen schon wieder beim Zahnarzt. Was heißt schon wieder? Das war mein zweiter Termin bei dem neuen. Hat er einmal durchgeguckt, Bestandsaufnahme. Und dann habe ich jetzt erstmal Termine gekriegt, während für auch diese Parodontose. Das heißt, nächste Woche habe ich erstmal. Obwohl ich es Anfang des Jahres schon hatte, ich soll noch eine machen, eine Zahnreinigung. Und nächstes Jahr dann die zwei für die Parodontose-Behandlung. Obwohl wir ja hoffen, dass irgendjemand termintechnisch abspringt und ich dann da noch mit rein kann. Wäre natürlich wünschenswert, weil ich habe keinen Bock, noch mehr Zähne zu verlieren. Weil mit karies-technisch ist alles in Ordnung bei mir, sagt er. Wunderbar. Nur mit dieser Parodontose. Das ist halt so eine Sache bei mir. Naja, warum? Aber ich habe ihn ja gefragt, ich sage, würde ich denn noch bis dahin aushalten, bis zu dem Termin? Ja, sagt er, ich sage, dann bin ich jetzt erst einmal beruhigt. Ich ärgere mich einfach nur, dass ich bei dem anderen Zahnarzt, wo ich vorher war, vierstellige Beträge gelassen habe und der das nicht erkannt hat oder wie auch immer. Das ärgert mich richtig, das ärgert mich richtig den Arsch ab. Das war, ich glaube, hätte ich den Zahn auch nicht verloren, wenn da anders agiert worden wäre. So, sehr schön. Ach so, man muss auch mal richtig drücken, dann wird's auch was mit dem Nachbarn, ne? Oder beziehungsweise hier mit dem Silo, ne? Genau. So, wir werden dann jetzt, Moment mal, wir springen jetzt einfach schon mal rüber, weil dann kann ich ihn schon mal abtanken, er kann weitermachen, definitiv. So.
Genau so soll das dann laufen. Sehr schön. Und dann kann ich nämlich, wenn der andere gleich fertig ist, ist er ja schon so, wie ich das da oben sehe, einmal zum Händler noch den Anhänger dann holen. So. Ach nee, so rum muss ich dann gleich, damit ich ihn wieder abstellen kann. Weil dann kann ich ihn ja. Den anderen dann gleich wieder befüllen. So. Ich stelle dich jetzt erstmal hier hin. Sehr schön. So. Du hast wieder unten. Wunderbar. Dann können wir den Kipper holen. Ja, es ist so wieder so ein bisschen Organisation, was wir hier so zwischendurch auch haben. Ne? Das ist auch, ne? Ja, was steht sonst heute noch an? Was steht sonst heute noch an, Freunde? Was soll ich sagen? Ich bin ja seit gestern, ach, ich habe ja aus allen Wolken gefallen. Ich muss ja noch die Steuererklärung für uns machen. Aber wir haben ja noch bis 31. Oktober Zeit. Wunderbar. Das heißt, ich habe mir gestern erstmal schon mal die Software runtergeladen, habe meinen Scheiß schon mal soweit eingegeben, alles, was ich machen konnte. Und jetzt fehlen mir nur noch die Daten meiner Frau. Da muss ich noch ein paar Unterlagen haben, auch wegen ihrem freiberuflichen Zeugs da. Und dann. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Entschuldigt mal. Wir sind da. Es wird auch einfacher, wenn ich hier einfach runterfahre und dann. Ha, Leute. So viel zum Thema dazu. Den Verkehr können wir dann auch gleich noch einschalten. Ah, Leute, ja, so ist das. Dann wollen wir mal sehen, dass wir den rankriegen. Genau. Wie gesagt, da muss ich jetzt noch auf so ein paar Sachen warten. Frau ich jetzt gerade mit unserer Großen irgendwie noch in die Stadt unterwegs. Wir müssen noch irgendwas erledigen. Sie hat dann wieder Spätschicht heute, meine Frau. Ja, je nachdem, wie körperlich ich nachher noch drauf bin und das Wetter ist, im Moment sieht es ja ganz gut aus. Streichen ist mal wieder angesagt. Zaun streichen, Geländer streichen. Das Pumpenhäuschen streichen, das Carport streichen, den Schuppen streichen, das ist ja. Da kann ich mich jetzt erstmal noch Tage, Wochen lang mit auseinandersetzen. Gott sei Dank habe ich ja gestern schon vorgekocht, das heißt, für heute ist auch schon alles da. Ich habe gestern wieder Bauerntopf gemacht. Oh, lecker. Ich meine, klar, es ist ein Tütending, aber. Ich glaube, von Maggi oder so. Aber ich mache da Cabanossi mit rein. Hack kommt da mit rein. Brechbohnen hier, grüne Bohnen kommen da mit rein. Kartoffeln kommen da mit rein. Einfach nur lecker. Und das ist dann genau das Richtige. Oh, die Bäume hängen hier aber tief, wa? Leck mich am Arsch, du. Leck mich fett. Ah, da ist die BGA. Okay. Jetzt muss ich mal. Warte mal. Ganz kurz gucken. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ah, ich bin schon an der richtigen. Ich muss hier rein. Auf jeden Fall ist das so ein richtig geiles Essen, so ein Spätschichtessen, nenne ich das ja immer meine Vorsatz. Oh, schon wieder Bauerntopf. Ich sage, komm, es ist schon länger her, dass wir ihn hatten. Ich sage, jetzt gibt's das mal wieder. Außerdem hat Ernie da mal voll Bock drauf. Ist so, wie es ist. Ich sage, Vogel friss oder stirb, ne? Natürlich hat sie es gegessen, klare Geschichte. Was bleibt ja auch anderes übrig? Naja, auf jeden Fall, das gibt's heute nochmal. Brauche ich, wie gesagt, heute Abend noch warm machen. Das heißt, ich brauche mich heute ums Kochen nicht kümmern. Kann mich dann halt, wie gesagt, um Streichgeschichten oder whatever, was dann auch immer anfällt noch heute oder was mir über den Weg läuft, machen. Gestern habe ich den Pool noch gereinigt, also beziehungsweise ausgesaugt. Das ist gestern auch noch die, na sag mal schnell, die Winterplane angekommen und geht's denn jetzt hier rein, dass ich so rumkomme? Ja. Noch so ein paar Poolkissen, das heißt, wenn es dann soweit ist, kann ich ihn dann jetzt auch winterfest machen. Nee. Genau so ist das. So, dich brauche ich, mein Freund. Das ist auch Premiere. Ich arbeite zum ersten Mal jetzt mit zwei Anhängern. Ich arbeite zum ersten Mal mit zwei Anhängern. Wie geil ist das denn? Das heißt, Freunde, so sieht es nämlich aus. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir den da rankriegen. Na? Oh, Mensch, das hat ja geklappt. So, warte mal, dann kann ich doch jetzt, wenn ich jetzt diese Taste drücke. Sehr schön, sehr geil. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir jetzt hier auch wieder rauskommen. Wie gesagt, Premiere für den Ernie, zwei Anhänger. Mach gleich mal den Verkehr wieder an.
zwei Anhänger. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinbekomme, aber ich denke mal, es ist einfach die bessere Alternative jetzt auch. Ne? Er ist so schnell immer fertig. Es ist Hammer. Es ist verrückt. So. Na dann, komm, mein Freund. Ich will mal sehen, ob ich hier... Ach nee, da ist ein Schild. Komm ich nicht. Na gut. Da hinten wieder dann aufs Feld fahren, müssen wir mal gucken. Es ist also so geil, wie ich diese Allee hier auch wirklich finde, mit den Bäumen hier rechts und links. Aber diese Gräben da drin, die sind ja hammerhart. Leute. Ja, mein Schneidwerkswagen, den muss ich da vielleicht auch mal wegziehen aufs Feld oder so. Müssen wir mal gucken. So, sehr schön. Wir sind auf dem Feld. Das heißt, wie mache ich es jetzt? Lade ich jetzt mit ihm hier schnell ab? Oder machen wir das? Ich glaube, ich lade ihn hier mit dem hier schnell ab. Einmal, zweimal. Genau. Genau, so machen wir es. Dann werde ich ihm da ein bisschen hinterherfahren. Das können wir ja auch mal machen. Und dann werden wir wieder ihn nutzen. Also jetzt hier, ich nutze hier sämtliches Equipment, was mir zur Verfügung gestellt worden ist. Also wie gesagt, das ist alles neu für mich, habe ich auch noch nie so gemacht. Und das finde ich gerade das Geile. Einfach mal Dinge machen, die man vorher nie gemacht hat. So muss das sein. Oh, Schluck auf. Die Vögel zwitschern auch wieder. Sehr schön. Da hinten stehst du, Jut. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder in die Außeneinsicht. Ist ja zwischendurch auch mal ganz schön. So. Dann tanke ich dich gleich zweimal. Wir haben vier Vorgewände gemacht, ne? Ah, wunderbar. Da wird der Platz ohne Ende haben. Das wird schon funktionieren. So. Dann wollen wir mal schauen. Stückchen Käffchen. Käffchen, ne? Des Weiteren kann ich verkünden, ich halte euch ja immer auf dem neuesten Stand, wir sind jetzt mittlerweile bei 329 Abonnenten. Den neuesten, den ich jetzt vorlesen kann, dessen Namen ich auch sehe, ist der Limit oder die Limit, der Limit, ich kann es leider nicht genau sagen. Vielen lieben Dank für dein Abo. Dankeschön auch an der Stelle und alle anderen, die ich nicht sehen kann, deren Konto bei YouTube nicht öffentlich ist. Ganz lieben Dank auch dafür. So. Der Schornsteinfeger war da. Ich könnte kotzen. Hat mir die ganze Aufnahme eigentlich schon wieder fast versaut gehabt, aber gut. Das kriegen wir alles noch hin. Ja, jetzt warten wir, dass er... Der hat mir eine Sauerei da unten hinterlassen. Weißt du, er ist einmal hoch aufs Dach, hat hier den Schornstein einmal durchgepustet da. Und auf jeden Fall hat er dann... Ja, unten im Keller, dann sage ich, wollen wir noch mal gucken wegen der Klappe, ob da irgendwas Großes nicht drin ist, weil er sagt, oh, alles gut. Ja, unten alles vollgerust. Habe eben gewischt und gemacht und oh, das sieht sah aus wie Sau. Muss ich nach der Aufnahme noch mal runter gucken, wenn es trocken ist, ob ich alles erwischt habe und what auch ever. Mal gut, dass ich so einen Kaminsauger habe, womit ich das schlimmste Rußige mit wegsaugen konnte. Oh Gott, 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 Gott. Hier machst du was mit. Ich sag ja, hier machst du was mit. So, dann hat er ja diese kleine Ecke, wenn man es mal genau nimmt, hat er das ja auch gleich erledigt. Also bleiben wir mal ein bisschen zurück hier. Bin ich ja mal ein bisschen neugierig gerade, wie das jetzt läuft. Ich brauche jetzt aber Schluckkaffee auf den Schock, du meine Herren. Junge, 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 Junge. Ach nee, du. Aber na gut. So ist das. Ja, dann hoffen wir mal. Ich bin sowieso mal gespannt, weil ich ja jetzt im Curseplay Action hier, also Einstellung, alles auf weiche Kurven gemacht habe. Ob das dann ausreicht oder das nochmal nachgebessert werden muss, damit auch das letzte Korn noch mit rüberkommt. Ich bin da mal sehr gespannt. Aber eigentlich ist ja die Ostseeküste schon länger im Mod-Hub, in Benutzung, sage ich jetzt mal so, dass da... solche Bugs eigentlich nicht sind. So, jetzt müsstest du eigentlich da weiterfahren. Hoffe ich doch jetzt mal. Ne? Sehr schön.
können wir weiter hinterherfahren. Hast du doch gut gemacht. Haha. Ach ja. So, ja, das Feld muss man auch fairerweise dazu sagen, da noch ein paar Bäume bitte. Ich bin mal gespannt, wie es dann nachher da läuft. Es ist ja sehr verwinkelt auch, ne? Aber das macht ja auch irgendwo den Reiz so ein bisschen aus, das irgendwo hinzubekommen, sage ich jetzt mal. La 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 la. So, er hat auch schon wieder seine, was hat er? 60%. Das heißt, es geht ja eigentlich rucki zucki. Und wenn nicht, dann beim nächsten Mal. Ne? Spontan ist alles hier. So, was machst du da? Wir bleiben noch mal ein bisschen im Abstand. Ich weiß jetzt nicht, was du jetzt genau hier vorhast oder wo du jetzt ansetzt. Ach so, machst du das? Okay. Würde ich sagen, ist auch flink, ne? Das nenne ich mal flinke Geschichte. Okay, okay, okay. Das wäre dann das dritte, genau, das dritte Vorgewende. Ab hier also. Na Juzi. Dann wird wahrscheinlich jetzt beim nächsten Mal der erste Kipper, natürlich 30%, die werden voll und dann wird es auf den letzten gehen, dass wir das auch noch voll bekommen. Und dann haben wir das auch schon. Sehr schön. Ach nee, du. Was eine Aufregung wieder. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Wetter heute hält. Und was ich heute noch schaffe, und das werde ich euch natürlich in den nächsten ATS, LS-Folgen natürlich auch wieder berichten dann, wie es bei dem Ernie weitergeht. Heute kam ganz spontan, ohne Anmeldung, der Schornsteinfeger vorbei, mitten in der Aufnahme. Wisst ihr, ich lege schon das Festnetz lahm, ne? Also quasi, dass es hier nicht klingeln kann. Weil das hatte ich auch schon mal, dass mir das eine Aufnahme versaut hat. Aber an die scheiß Türklingel habe ich jetzt echt nicht gedacht. Gut, merken wir uns fürs nächste Mal. So, dann wollen wir mal wieder ranfahren. Zack. Machst du mir den ersten voll, dann auch noch den zweiten. So, so, so. Ich weiß gar nicht, aber der ganz kleine ist das, glaube ich, nicht der letzte, der zweite, ne? Ja, den machst du mir auch noch. Was hast du noch drin? 40%. Ja, gut, 35, 30. Das passt ja so ganz eigentlich so schon fast. Den Rest hole ich mir dann aus dem Dings. Genau. So machen wir das. Boah, jetzt hat er aber auch zu kämpfen. Mein lieber Kokoschinski. Zwei Anhänger, das merkst du. Das merkst du wirklich. So. Das merkst du. Aber auf jeden Fall ist der Drescher jetzt einmal leer. Ne? Und dann ist das auch in Ordnung. Dann werden wir jetzt uns noch schnell mal das andere da holen. Würde ich mal behaupten. Das mache ich da noch mit rein. Zack. Und dann ist der aber auch voll. Warte mal, da müsste ich doch jetzt eigentlich hier noch an die Seite rankommen. Wunderbar. Oh, die Bäume, man sieht wieder so viel. Sehr schön. Na? Ja, er macht's. Sehr gut. Dann kriegst du das auch noch mit rein. Sehr schön. Und dann können wir mal zwei volle Ladungen wegbringen. Würde ich mal so behaupten. So, du wieder raus. Und dann geht das ab hier. So, warte mal. Hier vorne war doch jetzt irgendwo auch gleich die Ausfahrt, ne? Genau, sehr schön. Ab geht der Peter. Ja, Premiere. Zwei Anhänger auf einmal. Ich glaube, die meisten von euch machen das gar nicht anders, ne? Ich glaube, ihr fahrt alle mit zwei. Aber ich denke mal, die meisten werden zwei Drehschemel Anhänger haben, statt ein Achsanhänger hier in dem Sinne. Also eine starre Deichsel. So, dann machen wir das noch fertig und dann würde ich sagen, haben wir diese Folge auch wieder durch mit einer kleinen Premiere. Ach ja. Ich bin auch gerade so ein bisschen... Drescher ist wieder blockiert. Okay, das gucken wir uns auch noch an.
Ich bin auch gerade ehrlich gesagt so ein bisschen durch den Wind jetzt gerade. Was jetzt, wir gucken mal kurz nach dem Drescher, dass der weitermachen kann. Ah ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Dann werden wir, ja. Alles klar. Das werden wir jetzt nochmal schnell von Hand machen. Das machen wir mal schnell von Hand. So. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, ne? So schön dicht dran, das nehmen wir gleich alles mit. Drückst du dich? Nein, er drückt sich nicht dran vorbei. Müssen wir das Stück so machen. Dann werden wir so rübergehen. Okay. Ja, warum nicht? Am nahesten weitermachen, bitte. Alles klärchen? Klärchen? Ups, was mache ich denn hier? Zack, und weiter geht's. So, läuft. Dann wollen wir dich noch abliefern. Sehr schön. Aber er wird schnell voll. Na gut, Weizen ist auch sehr ergiebig, muss man dazu sagen. Das geht immer, egal wie groß die Drescher sind, das geht immer so schnell. Wahnsinn. So, warte mal. Die Abkippseite zeigte mir. Da bin ich gleich mal gespannt, wie ich das mache. Ah, da bin ich gleich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Vielleicht muss ich auch den Drehschemel vorne machen. Weil der, glaube ich, auch in der Seite abkippbar ist. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich habe. Aber da müssen wir uns jetzt gleich mal überraschen lassen. So, Fußgänger. Passt ja gerade so. So. Jetzt bin ich echt mal neugierig. Na, aber er braucht ein bisschen. Was hat er jetzt? 40? Ja, also du merkst schon, das Gewicht merkt man schon hinten dran. Also die 53 bergab vielleicht jetzt gleich mal so ein bisschen. Aber ansonsten hat er doch schon sehr mit zu kämpfen. Das muss man jetzt fairerweise mal dazu sagen, ne? So. Sehr schön. So, ich hoffe, wir kommen jetzt auch da hinten wunderbar rum. So. Dann gehe ich jetzt mal, ja, in die Außenperspektive und versuche mal das Ganze. So, jetzt bin ich mal gespannt. Halt, ne. So. Ah, das macht er. Das macht er. Und dann machen wir jetzt auch mal ein schönes Foto von, weil Doppelanhänger, Premiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Das machen wir jetzt mal so. Supi, supi, supi. Und dann würde ich sagen, haben wir es auch für diese Folge wieder geschafft. Hat er jetzt schon alles leer? Nein, er braucht noch ein bisschen. Aber er macht es. Er macht es trotz Doppel, ne? Er macht es. Sehr schön. Super. So, und dann müssen wir jetzt ja auf den... Moment mal, jetzt müssen wir mal wieder umschalten. Auf den zweiten. So, den können wir nämlich jetzt auch ansteuern. Super. Ja, da, Freunde, würde ich sagen, haben wir es für die Folge auch geschafft mit Schornsteinfegerunterbrechung. Spontan ist alles, ne? Setz live. Heute, was ist denn heute überhaupt? Heute ist Donnerstag, das heißt, ihr seht das morgen am Freitag. Ich wünsche euch ja hiermit ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen, erholt euch gut oder was auch immer ihr vorhabt. Wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Ernie. Ciao, ciao.